Jetzt möchte ich Herrn Teltschik das Wort geben. Ich möchte mich nochmal herzlich bedanken, dass Sie unter diesen Bedingungen auch zu uns gekommen sind, wo alles klebt. Und er wird etwa so 10 Minuten uns ein bisschen was erzählen und dann werden wir weitersehen. Danke. Ja, herzlichen Dank, Herr Rötzer. Meine sehr verehrten Damen und Herren, mein großer Respekt, dass Sie bei diesem Wetter hierher gekommen sind. Das ist schon für uns alle ein gewisses Opfer, was wir bringen müssen. Ich hoffe, dass Sie trotzdem am Ende des Abends sagen, es hat sich gelohnt zu kommen. Ein paar Gedanken einfach zu Beginn, um die Diskussion auch zu erleichtern. Lassen Sie mich etwas zum Motiv sagen, warum ich in der internationalen Politik gelandet bin und auch viele, also praktisch über 2 Jahrzehnte auch aktiv war in der aktiven Politik. Ich habe 19 Jahre lang Helmut Kohl in Fragen der internationalen Politik beraten und Sie sehen, ich habe es überlebt. Und der Hintergrund ist auch sehr familiär bedingt. Ich bin als Flüchtling mit meiner Mutter und 2 Brüdern in Tegernsee gelandet 1946, nach 2 Jahren Flucht aus dem Sudetenland, und habe einen Vater, der in beiden Weltkriegen Soldat war, insgesamt 14 Jahre seines Lebens Soldat in der Sowjetunion, 2-mal in sowjetischer Gefangenschaft und dann als Flüchtling hier am Tegernsee gelandet, wo wir nichts hatten. Das Einzige, was wir hatten, war eine Handtasche meiner Mutter. Die Schlussfolgerung für mich war deshalb von Anbeginn: nie wieder Krieg. Und das hat eigentlich mein ganzes Leben bestimmt. Und das ist der Grund, warum ich auch dafür eintrete, dass wir versuchen müssen, friedliche und gute Beziehungen mit Russland zu entwickeln. Wir haben das im Kalten Krieg versucht und wir müssen das auch heute weiterführen. Ich selbst habe Höhepunkte des Kalten Krieges hautnah erlebt. Als 16-Jähriger bin ich 1956 am Radio gehangen, da gab es ja noch kein Fernsehen, und habe die Aufrufe der ungarischen Freiheitskämpfer verfolgt, die dem Westen aufgefordert haben, doch zu helfen. Sie wissen, es gab dafür keine Chance. Und dann war ich 61, 62 nach dem Abitur bei der Bundeswehr, beim Panzerbataillon in der Gegend von Kassel. Das ist die Region, wo auch der Angriff der Sowjetunion oder des Warschauer Paktes erwartet worden ist. Deswegen gab es dort ein Panzerbataillon. Und wir hatten 61, 62 im Winter Ausgangssperre. Unsere Panzer waren voll aufmunitioniert, voll aufgetankt. Wir haben die Unterziehräume besichtigt. Wir waren 1961, 62 auf dem Hintergrund der Gruberkrise kriegsbereit. Das haben viele in der Bundesrepublik gar nicht mitbekommen. Aber wir hatten Ausgangssperre. Silvester hätten die nicht angreifen dürfen, weil wir da in der Kantine alle versackt sind. Es war doch eine harte Zeit und Sie wissen, 1962 standen sich sowjetische und amerikanische Panzer am Checkpoint Charlie in Sichtweite gegenüber. Und da ich selbst mit Panzer gearbeitet habe, weiß ich, wie schnell sich ein Schuss löst, wenn der Richtschütze den falschen Drücker drückt. Und dann, als ich ins Bundeskanzleramt kam, 1982, hatten wir einen neuen Höhepunkt des Kalten Krieges. Sie erinnern sich an den Doppelbeschluss der NATO. Das heißt, die Sowjetunion hatte mit Mittelstreckenraketen aufgerüstet. Trotz der Entspannungspolitik von Willy Brandt, trotz der Entspannungspolitik von Kennedy. Und der Westen hat darauf reagiert: wenn du sie nicht wieder abbaust,
stellen wir amerikanische Mittelstreckenraketen auf. Sie wissen, es hat riesige Demonstrationen in Deutschland ausgelöst, 500.000 Demonstranten auf der Straße gegen unsere Regierung. Und der Andropow, der damalige sowjetische Generalsekretär, hat uns mit dem Dritten Weltkrieg gedroht. In der Situation wurde Helmut Kohl Bundeskanzler im Herbst 82 und ich Chef der außenpolitischen und sicherheitspolitischen Abteilung. Und trotz dieser angespannten Situation hat der Bundeskanzler einen Brief an Andropow geschrieben und hat ihm mitgeteilt, neue Regierung, wie stellen wir uns die Zusammenarbeit vor? Und im Sommer 83 ist er nach Moskau gereist. Und was haben wir erlebt? Erneut einen todkranken Generalsekretär. Sein Vorgänger Brezhnev, das letzte Gespräch, das ich mit Brezhnev erlebt habe, lief so ab, dass er Fragen von Helmut Kohl nicht beantworten konnte, wenn ihm der Außenminister nicht die Antworten schriftlich zuschob und er sie nur ablesen konnte. Andropow stand neben seinem Stuhl im Arbeitszimmer. Er konnte nicht mehr laufen. Wir mussten um den Tisch herumgehen, ihm die Hand schütteln und dann auf unsere Plätze zurückkehren. Und wenn er die Hände hob, zitterte er sehr, sehr stark. Und mein Gegenüber, wir waren ja No-Taker, wir mussten ja diese Gespräche damals alle handschriftlich mitschreiben. Mein Gegenüber mit dem schönen Namen Alexandrow Agentow war kurzsichtig, lag mit dem Kopf fast auf seinen Notizen. Und wenn er die Hand hob, zitterte er auch sehr stark. Nicht? Also wir haben den zweiten todkranken Generalsekretär erlebt. Und der starb ja dann auch wenige Monate später. Und dann kam Tschernjenka. Der war auch todkrank. Nicht? Wir sind immer zur Beerdigung gefahren. Erstmal wollten wir sehen, ob sie wirklich tot waren. Und zweitens haben wir am nächsten Tag die Gelegenheit gehabt, den Nachfolger zu sprechen. Und Tschernjenka wurde mal untergehakt von zwei Männern im sowjetischen Fernsehen vorgeführt, so nach dem Motto, unser Generalsekretär lebt noch, er lebt noch. Nach einem Jahr war er tot. Und dann kam überraschend Gorbatschow. Und das erste Gespräch mit Gorbatschow zeigte uns, dass erstens ein jüngerer Generalsekretär war, Anfang 50 und gesund und sehr beweglich. Er hat nicht stundenlang einen Text vorgelesen wie seine Vorgänger, sondern ist gleich in die Diskussion gegangen. Aber es war kein Signal, dass er Reformen in der Sowjetunion vorhabe, noch dass er die Beziehungen zu uns intensivieren wird. Gut, Sie kennen den Prozess. Er hat Reformen eingeleitet, die haben letztlich dazu geführt, dass die deutsche Einheit möglich wurde. Ich will jetzt keine Einzelheiten über die Wiedervereinigung. Nur was ich Ihnen mitgeben will ist, was ist 1989, 1990, 1991 erreicht worden? Aus meiner Sicht sensationelle Ergebnisse. Und sie sind alle friedlich erreicht worden. Erstens, Gorbatschow hatte seinen Bündnispartnern, seinen eigenen Partnern gesagt, er werde sich in ihre inneren Angelegenheiten nicht mehr einmischen. Das heißt, sie können Reformen durchführen, sie können mit dem Westen zusammenarbeiten, er werde sich nicht mehr einmischen. Und er hat Wort gehalten in Polen im Sommer 1989, war Polen demokratisch, hatte freie Wahlen und obwohl sowjetische Truppen in Polen stationiert waren, Gorbatschow hat nicht eingegriffen. Polen ist zur Demokratie geworden auf friedlichen Wege. Das zweite war Ungarn. Ungarn mit Miklós Németh als Ministerpräsident hat freie Wahlen angekündigt,
Demokratie angekündigt und wie Sie wissen, in 4 Stufen die Grenzen geöffnet. Mit dem Ergebnis, dass bis zum Spätsommer 1989 Hunderttausende DDR-Flüchtlinge über die Grenzen kommen konnten. Und auch in Ungarn hat Gorbatschow nicht eingegriffen, obwohl auch in Ungarn sowjetische Truppen standen. Und Nemeth hat mir später erzählt, als er Ministerpräsident geworden war, hat er auch festgestellt, dass in Ungarn sowjetische Nuklearraketen stationiert waren. Nichts ist eingesetzt worden. Er hat Gorbatschow in Moskau aufgesucht und ihm gesagt, die Grenzbefestigungen sind marode, man müsste sie erneuern. Er habe dies nicht vor, weil er kein Geld hat und außerdem hält er das für überflüssig. Und Gorbatschow hat ihm gesagt, okay, das ist seine Sache. Gorbatschow hat nicht eingegriffen. Dann kam die Wiedervereinigung, im Fall der Mauern, die Wiedervereinigung Deutschlands. Sie ist absolut friedlich verlaufen. Meine Damen und Herren, in der DDR standen damals 380.000 sowjetische Truppen. Die hätten problemlos die Mauer wieder dicht machen können und die Grenzen dicht machen können. Sie sind nicht eingesetzt worden. Wenn sie eingesetzt worden wären, hätte es zu einem Bürgerkrieg führen können. Nein, sie blieben in den Kasernen. Der Außenminister Schewardnadse hat mir später mal erzählt, wir warteten ja nach dem Fall der Mauer auf ein Gespräch Kohl-Gorbatschow. Und im Januar 1990 kam über die Medien die Nachricht, Gorbatschow hat alle Auslandstermine, also Termine mit auswärtigen Politikern, abgesagt. Und wir wussten nicht, warum. Erst Ende Januar bekam er den Termin Anfang Februar, wo Gorbatschow das grüne Licht zur Einheit gab. Was war geschehen? Schewardnadse sagte mir, damals hätten sie in der sowjetischen Führung darüber diskutiert, ob sie militärisch intervenieren sollen in der DDR oder nicht. Sie sehen also, es war nicht ganz risikolos, der Prozess. Und nur das Ergebnis ist friedlich verlaufen. Kein einziger Schuss ist gefallen. Und meine Damen und Herren, viele finden ja die deutsche Einheit heute alles selbstverständlich. Für die Sowjetunion war die DDR die wichtigste Kriegsbeute Stalins. Ja? Ostberlin und die DDR war gewissermaßen die Hauptbeute, wofür man gekämpft hat. Deutschland hat Russland, die Sowjetunion angegriffen und Stalin hat deshalb zugegriffen, um die DDR einzuverleiben und Ostberlin. Und das ist friedlich aufgegeben worden. Als wir im Kaukasus im Sommer 1990 waren und die letzten Gespräche mit Gorbatschow hatten, gingen wir anschließend über einen großen Platz zu einer Halle, wo die Pressekonferenz stattfinden sollte. Und da kam eine Gruppe sowjetischer Veteranen auf uns zu, mit ihren alten Uniformen, schwer ordensbehangen, zerfurchte Gesichter und bauten sich vor uns auf. Und mir war etwas unwohl, weil das war nicht verabredet. Und die Frage ist, das waren ehemalige Soldaten, die gegen die Wehrmacht gekämpft haben. Wie werden sie darauf reagieren, dass Gorbatschow DDR abgegeben hat? Sie bauten sich auf und dann sagte der Wortführer in Russisch, ich sage es in Deutsch, Russen und Deutsche müssen Freunde sein. Fand ich sehr bewegend, sehr bewegend. Sie hätten genau das Gegenteil sagen können. Sie hätten Gorbatschow beschimpfen können, warum gibst du das auf, wofür wir gekämpft haben? Darüber hinaus, da sind wir noch nicht am Ende der Erfolge, die da 1989, 1990 erreicht worden sind.
Sie wissen, dass die mitteleuropäischen Staaten heute alle Mitglied der Europäischen Union und der NATO sind. Und die Sowjetunion das zwar widerwillig, aber letztlich akzeptiert hat. Denken Sie daran, dass innerhalb der verabredeten Zeit von 4 Jahren rund 500.000 sowjetische Soldaten aus Mitteleuropa friedlich abgezogen sind, samt ihren Klamotten, bis hin zu den Nuklearwaffen, aus Ungarn, aus der Tschechoslowakei, aus Polen und 380.000 aus der DDR. In der verabredeten Zeit völlig friedlich. Hätte nicht sein müssen. Nicht? Was hätten wir getan, wenn sie es nicht getan hätten, wenn sie sich nicht an die Vereinbarung gehalten hätten? Wir haben 1992 die weitreichendsten Abrüstungs- und Rüstungskontrollvereinbarungen zwischen Ost und West in der Geschichte erreicht. Verbot der C-Waffen, also chemischen Waffen. Der Abbau und die Zerstörung von 80% aller Nuklearwaffen von der Reichweite 500 Kilometer bis 5000 Kilometer. Sogenannte INF-Abkommen, was jetzt leider Trump in Frage gestellt hat. Wir haben konventionell in Ost und West abgerüstet. Und ein ehemaliger Marschall der Sowjetunion hat damals, Schaposchnikow hat damals wörtlich gesagt, wir haben in der Vergangenheit immer über Wettrüsten geredet. Jetzt reden wir nur noch über Wettabrüsten. Ja, alles friedlich, alles friedlich. Und das ist noch nicht alles. Im Sommer 1991 hat sich der Warschauer Pakt, also das Bündnissystem der Sowjetunion, friedlich aufgelöst. Und der Höhepunkt war im Winter 1991. Die Sowjetunion, die UdSSR, hat sich friedlich in 15 Republiken aufgelöst. So, wenn Sie mal die Liste, die Summe dieser Ereignisse 89, 90, 91 sich vor Augen führen, dann können Sie nur sagen, es ist fast ein Wunder, was sich da vollzogen hat. Alles friedlich, kein einziger Schuss ist gefallen. Viele bei uns nehmen das ganz selbstverständlich, nicht? Sowjetunion, Geschichte, Warschauer Pakt, alles Geschichte. Meine Damen und Herren, für uns war das damals fast ein Wunder, das sich da vollzogen hat. Ein Münchner Theologe hat zu mir mal gesagt, da hat euch einer von oben geholfen. Manchmal hatte man den Eindruck, dass da noch jemand mitgewirkt hat, dass das alles friedlich verlaufen ist. Gorbatschow ist 91 gestürzt worden. Er hätte schon im Sommer 90 gestürzt werden können auf den KPdSU-Parteitag, bevor wir im Kaukasus waren. Dort hat er als erster Generalsekretär über 1000 Gegenstimmen auf der Sitzung des Zentralkomitees erhalten. Helmut Kohl als Bundeskanzler konnte am Tag nach der Wiedervereinigung im Bundestag 2 Schlussfolgerungen ziehen. Zum ersten Mal in der Geschichte Deutschlands konnte ein Regierungschef sagen, Deutschland hat keine Feinde mehr. Zum ersten Mal in der Geschichte Deutschlands. Und zweitens, er konnte sagen und er musste sagen, dieses größere, geeinte Deutschland muss international mehr Verantwortung übernehmen. Schauen Sie sich die Landkarte an, wir liegen im Herzen Europas, sind das größte Land, größte Bevölkerung und das wirtschaftlich wohlhabendste Land. Wir müssen Verantwortung über unsere Interessen
hinaus international übernehmen. Ja, meine Damen und Herren, jetzt habe ich schon lange gesprochen. Soll ich noch ein bisschen was weiter sagen? Ja, dann wir haben genug Zeit zur Diskussion. Was waren die Ursachen des Erfolgs? Es war einmal eine Politik unter dem Stichwort Sicherheit und Dialog. Und zum Beispiel nach der Kuba-Krise, nach dem Berlin-Ultimatum, hat John F. Kennedy eine berühmte Friedensrede gehalten und gesagt, unter dem Eindruck, dass die Kuba-Krise dazu hätte führen können, dass die Sowjetunion von Kuba aus Nuklearwaffen auf Amerika einsetzt und das verhindert worden ist, wir müssen in Richtung Zusammenarbeit und Dialog gehen. Und seine Rede ist übrigens damals in der Sowjetunion in voller Länge veröffentlicht worden. Die NATO ist dieser Richtung gefolgt und hat 1967 einen Beschluss gefasst, den sogenannten Hamel-Bericht, in dem es wörtlich heißt, Sicherheit und Dialog sind die zwei Seiten der gleichen Medaille. Das heißt, unter der Voraussetzung der eigenen Sicherheit müssen wir bereit sein für eine Politik der Entspannung und des Dialogs. Und Sie erinnern sich, der nächste Schritt war Außenminister Willy Brandt, der praktisch 8-9 Monate nach der sowjetischen Intervention gegen den Prager Frühling, der ja mit militärischer Gewalt niedergeschlagen worden war, verkündete, wir müssen einen alten Vorschlag von Khrushchev wieder aufgreifen, nämlich die Idee einer europäischen Sicherheitskonferenz. Er hat dann als Bundeskanzler die Ostverträge geschlossen und es kam zu einer Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, die sogenannte KSZE, die dann 1975 zu einer Schlussakte von Helsinki führte, als Grundlage der Entspannungspolitik. Das heißt, trotz Spannungen müssen wir für die eigene Sicherheit Vorsorge treffen, keine Zweifel, aber auch darauf aufbauend Zusammenarbeit und Dialog. Und schauen Sie sich heute Nordkorea an. Warum ist das in Nordkorea jetzt in Gang gekommen? Weil der südkoreanische Präsident auf die Idee kam, seine nordkoreanischen Kollegen zur Olympiade einzuladen. Und er kam. Und in dem Augenblick begann ein Dialog, den es Jahre nicht gab. Wie weit der Dialog führen wird, wissen wir nicht, weil der Trump unberechenbar ist. Ich war gerade eine Woche in Pyongyang in Korea. Ich bin da Mitglied einer Konsultationsgruppe zu Fragen der koreanischen Vereinigung. Und wir haben darüber diskutiert, was muss Korea tun, um auch geeint zu werden. Und meine Damen und Herren, ein anderer Punkt, warum es erfolgreich war, die handelnden Politiker damals haben alles getan, um ein wechselseitiges Vertrauensverhältnis aufzubauen. Mir hat Gorbatschow später einmal gesagt, wenn er das Vertrauen in George Bush, den amerikanischen Präsidenten, und Helmut Kohl nicht gehabt hätte, wäre vieles nicht so gelaufen. Und dann der ganz entscheidende Punkt, der bis zur Stunde gilt. Wir vergessen hier bei uns, weil wir ja in einer freien Welt existieren, das Leben genießen, demokratisch sind, nicht militaristisch sind, vergessen wir, dass das Thema Sicherheit immer noch eines der wichtigsten Themen in Europa ist. Und vor allem für Russland. Entscheidend war 1989, dass der amerikanische Präsident Bush in einer Rede in Mainz gesagt hat,
Die USA werden die legitimen Sicherheitsinteressen der Sowjetunion respektieren. Und Bush hat immer mit Gorbatschow auf gleicher Augenhöhe diskutiert, verhandelt und ihn behandelt. Ganz anders Obama, der das Gegenteil dann gemacht hat. Und hinzu kommt, dass der Durchbruch in der deutschen Einheit durch einen Vorschlag von Helmut Kohl im April 1990 erfolgte. Er hat nämlich Gorbatschow vorgeschlagen, lass uns einen Vertrag verhandeln vor der Wiedervereinigung, aber für das geeinte Deutschland mit der Sowjetunion. Und er hat zugesagt, in diesem Vertrag klare sicherheitspolitische Garantien zu akzeptieren. Und der große Vertrag ist zustande gekommen. Und wenn Sie nachlesen, dort stehen klare Versprechungen, sicherheitspolitische Versprechungen Deutschlands an die Sowjetunion. Und die gelten bis heute. Verzicht auf ABC-Waffen, kein Erstangriff und so weiter. Shevardnadze kam, das war im April 90, Shevardnadze kam im Mai nach Bonn und sagte, es ist genau das, was wir noch brauchen. Das heißt, Sicherheit ist für die Russen bis zur Stunde das zentrale Thema. Wir glauben das immer nicht, weil wir sagen, wir sind doch alle friedlich hier in Europa, nicht? Wir Deutsche, alle Europäer sind doch friedlich. Nur, meine Erfahrung in der Politik ist, Völker vergessen Geschichte nicht. Ich meine, die Polen sagen es immer, sie haben Angst und Sorgen vor Russland. Polen hat mal Russland überfallen. Nicht? Das vergessen auch die Polen. Nicht nur so, dass die Russen Polen dann überfallen haben, sondern auch die Polen haben in der Geschichte Russland überfallen. Schweden hat Russland überfallen. Napoleon hat Russland überfallen, Deutschland hat Russland überfallen. Das haben die Russen nicht vergessen. Und wir haben ja jetzt Bundeswehrsoldaten in Litauen an der russischen Grenze. Und ich habe mich schon gefragt, habe das öffentlich auch artikuliert, hat jemand in Deutschland darüber nachgedacht, was es für einen normalen Russen bedeutet, deutsche Soldaten wieder an der Grenze zu haben? Ich meine, dass wir keine Gefahr sind, ist eine andere Frage. Aber psychologisch hat das Wirkung. Ja. Und von daher habe ich im Umgang bis heute mit den Russen immer die Erfahrung gemacht, Sicherheit hat Priorität Nummer eins. Ja. Und gerade auch, was die Amerikaner betreffen, ich sage natürlich meinen russischen Partnern auch immer, die sicherste Grenze, die ihr habt, ist die mit uns. Ja? Nur die Perzeption ist entscheidend, nicht die Realität. Und gut, ja, ich glaube, dass ich, was die Geschichte betrifft, jetzt hier aufhöre. Über die aktuellen Themen können wir dann diskutieren. Danke schön. Erstmal vielen Dank. Jetzt habe ich gleich eine Frage, weil Sie ja sozusagen im Zentrum der Macht mit dabei waren und Sie das ja auch so ein bisschen dargestellt haben, dass im Grunde genommen die großen Entscheidungen auch über die wichtigen Männer gelaufen sind, über die Führungsriege sozusagen. Und ist es denn tatsächlich so entscheidend, wer sozusagen da Kohl und Gorbatschow, ist Gorbatschow wirklich so als Person so entscheidend gewesen? Wie ist das heute, wenn man so dann Trump und Putin miteinander vergleicht oder Angela Merkel im Spiel damit? Also sind die Persönlichkeiten wirklich so entscheidend für die Dinge, die da entstehen können oder eben nicht entstehen können? Ja, die Staatsregierungschefs sind am Ende die wichtigsten Spieler in der internationalen Politik. Die Außenminister kommen etwas danach und dann die anderen, also auf meiner Ebene National Security Advisor, wie die Amerikaner das nennen,
Wir spielen auch eine Rolle, aber mehr in Vorbereitung für die Gespräche und Verhandlungen der Spitze. Nicht? Das heißt, diese Gespräche müssen natürlich vorbereitet werden. Aber wenn zwischen den Führungsleuten, zwischen den Staats- und Regierungschefs keine gewisse Sympathie und kein Vertrauensverhältnis geschaffen wird, können sie kaum Erfolge erzielen. Das ist aus meiner Erfahrung der Schlüssel. Wie gesagt, Gorbatschow hat mir wörtlich gesagt, wenn er dem Bush und Kohl nicht vertrauen konnte. Nur das Vertrauen müssen sie schaffen, das ist ja leicht gesagt. Man muss Vertrauen haben. Wissen Sie, Vertrauen schaffen sie, indem sie Zusagen auch einhalten. Das ist eine der einfachsten Regeln. Als Gorbatschow im Sommer 1989 in Bonn war, hat ihm der Bundeskanzler zugesagt, bei seinem Reformprozess ihn zu unterstützen, soweit wir das können. Das war im Juni 1989. Da war ja seine Reformpolitik, Glasnost und Perestroika, gerade in Gang gekommen. Und im Januar kam der sowjetische Botschafter zu mir ins Kanzleramt und erinnerte mich an dieses Versprechen von Helmut Kohl. Und ich fragte ihn, um was geht es denn? Da hat er nur mit einem Wort geantwortet: Fleisch. Die Sowjetunion hatte im Winter 89/90 eine riesige Versorgungskrise. Und was haben wir gemacht? Helmut Kohl hat sofort reagiert. Wir haben 1990 für insgesamt 1,5 Milliarden, es waren noch keine Euro, D-Mark, 1,5 Milliarden D-Mark Lebensmittel und Versorgungsgüter an die Sowjetunion geliefert. Das heißt, wir haben sofort ein Versprechen eingelöst. Und das heißt, Vertrauen muss systematisch aufgebaut werden. Und wenn Sie das tun, dann ist es die halbe Miete. Sind es dann auch die persönlichen Beziehungen, also dass man eben nicht nur formell miteinander spricht, sondern... Nein, man muss wechselseitige Sympathie entwickeln. Nicht? Also ich will nur mal ein Beispiel nennen, als wir mit Gorbatschow zusammen waren, im Sommer 89 erzählte er, dass seine Mutter da in Südrussland leben würde, alleine, und dass sie gerade Geburtstag gehabt hätte. Und als wir rausgingen, sagte der Bundeskanzler zu mir: Sorgen Sie dafür, dass wir der Mutter ein Geschenk zukommen lassen. Nicht? Also durch solche Gesten, dass man auch persönliche Gesten macht. Oder Helmut Kohl hat Bush und Mitterrand, wie sie alle hießen, selbst Margaret Thatcher, in die Pfalz eingeladen, in seine Heimat. Nicht? Da gab es den berühmten Saumagen, nicht? Als Gericht. Ja, ich weiß nicht, ob Sie Saumagen jemals gegessen haben, aber wenn es ein Drei-Sterne-Koch einen Saumagen bereitet, den können Sie essen. Nicht? Mitterrand liebte ihn, weil es ein elsässisches Essen ist. Ja, isst man auch im Elsass. Margaret Thatcher hat herumgestochert. Ja, jeder reagiert halt anders. Aber dass er sie in seine Heimat genommen hat, dass er sie nach Hause privat eingeladen hat, das führt alles dazu, persönliche Sympathie aufzubauen. Und wenn sie es gegen den Gegenüber nicht mögen, dann wird es auch schwierig, einen Erfolg zu haben. Jetzt müssen wir mal drüber reden. Sie haben uns ja geschildert, wie die Entspannungspolitik entstanden ist und welche Erfolge sie gehabt hat. Jetzt müssen wir natürlich gucken, warum sie eigentlich zerbröselt ist. Also irgendwann funktionierte es nicht mehr. Russland hat ja oft, Sie haben das ja auch immer wieder betont, hat ja eigentlich viele Zugeständnisse gemacht, hat auch die Osterweiterung letztlich akzeptiert und ging ja so weit, bis Putin dann in Berlin diese große Rede hielt und dann praktisch nochmal angeboten hat, ein Großeuropa mit Russland zusammen aufzubauen. Wo sehen Sie denn, wo war dann der Knickpunkt? Also welche Interessen sozusagen haben dann dagegen gespielt, dass
dieser Weg nicht mit weiterverfolgt werden konnte. Ja, da kommen mehrere Faktoren zusammen, nicht? Nach Bush Senior, der aus meiner Sicht ein Glücksfall für uns war, weil er erstens auch eine hervorragende Beziehung zu Gorbatschow aufgebaut hatte und sie, solange er noch präsent war, auch mit Jelzin fortsetzte. Und das Problem waren dann die Nachfolger. Der Bush Junior hatte das Problem, wie Sie wissen, mit 9/11, also dieses schreckliche Attentat in New York. Und er hat nach diesem Attentat öffentlich angekündigt, dass er eine globale Allianz gegen den Terrorismus gründen wolle. Und der erste, wer sofort reagiert hat, war die NATO. Die NATO hat zum ersten Mal Artikel 5, also die Beistandsverpflichtung, in Kraft gesetzt. Aber der Nächste, der gesagt hat, ich bin bei dieser globalen Allianz dabei, war Putin. Und der andere, der gesagt hat, ich bin dabei, war die Volksrepublik China. Und Indien hat erklärt, sie machen mit. Und wie haben die Amerikaner reagiert? Sie haben 18 Tage später in Afghanistan interveniert, ohne mit irgendeinem der angesprochenen Partner vorher zu sprechen oder sie zu konsultieren. Mir sagte mal ein Vier-Sterne-General, ich habe ja damals die Sicherheitskonferenz geleitet, hätten wir konsultiert, dann hätte es Monate gedauert, bis wir aktionsfähig gewesen wären. So waren wir innerhalb von 18 Tagen in Afghanistan. Wie wir wissen, sind es heute noch dort, ne? Erfolglos. Und Putin hat trotzdem positiv reagiert, insofern als er der amerikanischen Luftwaffe geholfen hat, einen Flugplatz in Zentralasien zu nutzen. Ja? Aber daraus hat sich keine wirkliche Kooperation entwickelt. Das heißt, Bush Junior hat zwar mal gesagt, nach der ersten Begegnung mit Putin, er habe ihm tief in die Augen geblickt und seine Seele erkundet. Hat nichts genutzt. Nicht? Und das andere Problem war, Clinton war ja vor Bush Junior. Präsident Clinton hat mir mal persönlich berichtet, dass er Jelzin vorgeschlagen hat, und zwar mündlich wie schriftlich, Mitglied der NATO zu werden. Und die Antwort von Jelzin sei gewesen, es sei für die Sowjetunion zu früh. Und selbst Putin hat anfänglich darüber nachgedacht, ob Russland nicht Mitglied der NATO werden sollte. Nicht der militärischen Organisation. Sein langjähriger Kreml-Chef und früher Verteidigungsminister Sergei Ivanov hat mir, der immer in München auf der Sicherheitskonferenz auch war, hat mir mal gesagt, Horst, wir gehen nicht davon aus, dass die Bundeswehr uns an der chinesischen Grenze verteidigen würde. Nicht? Da hat er sicher recht. Gell? Ja. Aber es ging darum, Mitglied der politischen Organisation zu werden, so wie lange Jahre Frankreich Mitglied der politischen, aber nicht der militärischen Organisation war. Also die Russen waren da schon sehr weit in ihren eigenen Überlegungen. Sie haben nur kein Echo gefunden. Nach Clinton kam Bush Junior, der hat gemacht, was er für richtig gehalten hat, ohne Rücksicht auf Russland. Dann kam Obama. Und wissen Sie, das Problem von Obama war, dass ihn Russland nicht interessiert hat. Er hat ja wörtlich gesagt, Russland sei eine Regionalmacht. Im Prinzip hieß das, die Europäer sollen sich um Russland kümmern,
ist ihre Spielwiese. Unser Hauptinteresse muss Asien-Pazifik sein. Es ging so weit, dass sein Vizepräsident Biden in Litauen öffentlich gesagt hat, Russland sei ein schwaches Land. Auf Deutsch brauchen wir uns nicht drum zu bemühen. Er hat ja recht, aber er darf es nicht sagen. Nicht? Obama ging sogar so weit, einmal öffentlich zu sagen, Putin käme ihm vor wie ein Schüler in der letzten Schulbank, der sich da rumlümmelt. Nicht? Das waren natürlich alles Aussagen gegenüber einem russischen Präsidenten, der von Anfang an, wie auch Jelzin selbst noch, sich immer auf gleicher Augenhöhe mit den Amerikanern gesehen hat. Und übersehen Sie eines nicht, oder denken Sie immer daran, für Russland, für die Russen, und vor allem für Putin und die russische Führung, gibt es nur eine Messlatte, sind die Amerikaner. Sind nicht wir, die Deutschen oder die Europäer, nur die Amerikaner. Und da ist eine gewisse Berechtigung, denn Russland ist die zweitstärkste Nuklearmacht der Welt, immer noch. Ja. Und Russland will Global Player sein. Die wollen gewissermaßen im gleichen Team der Weltmächte spielen, wie heute auch China, wie Indien, so auch Russland mit den USA. Die messen sich nicht mit der EU oder mit Deutschland, sie messen sich mit den Amerikanern. Und deshalb ist es ganz entscheidend, was die Amerikaner tun oder lassen. Unsere Aufgabe im Westen wäre, auf die Amerikaner einzuwirken, dass sie das akzeptieren und Russland entsprechend behandeln. Und nicht als Regionalmacht abspeisen. Naja, man hat ja den Eindruck, dass die USA ja auch ganz bestimmtes Interesse verfolgen, nämlich, dass eine sozusagen großeuropäische Verbundenheit nicht zustande kommt und deswegen sozusagen ja auch immer provokativ ein Stich nach dem anderen gesetzt wird. Es gab ja dann zuerst die Kündigung des ABM-Vertrags, der Aufbau des Raketenabwehrs waren schwerwiegend. Ich habe eigentlich im Grunde genommen die Eskalation erst richtig ausgelöst und dann auch mit dem Wunsch dann oder mit dem Druck, dass Georgien und Ukraine, 2008 war es glaube ich, aufgenommen werden sollten in die NATO, da kam der Riss noch mal stärker. Es gab den Georgienkrieg als Folge davon. Also wie ist denn da die Haltung der Amerikaner, soweit Sie das, Sie haben das ja auch über die Sicherheitskonferenz sicher mitverfolgen können. Also welche geopolitischen, militärischen Interessen sind denn da von Seiten der Amerikaner eigentlich da? Um das eigentlich, wollen Sie es wirklich verhindern? Ist das so der Hintergrund oder welche Überlegungen spielen da eine Rolle? Also meine Erfahrung mit den Amerikanern, also ja, Washington und Weißem Haus, ich habe also Präsident Reagan persönlich mehrfach erlebt, dann Bush Junior und zum Teil Clinton, aber nicht mehr im Amt. Die Amerikaner nehmen zuallererst auf sich selbst Rücksicht. Ja, die überlegen nicht lange, auf wen sie groß Rücksicht nehmen müssen. Sie sehen sich als die entscheidende Weltmacht und die stärkste Macht der Welt. Und meine Erfahrung ist, und so haben wir es zum Beispiel als Helmut Kohl mit Reagan gemacht, es wird 1991, 1992 diese Höhepunkt des Kalten Krieges hatten und Andropow im Dritten Weltkrieg angedroht hat, hat ja Reagan die internationale Situation sogar noch verschärft, indem er nämlich STI angekündigt hat, Krieg der Sterne, also auf Deutsch Militarisierung des Weltraums und ein Raketenabwehrsystem im Weltraum zu installieren.
Natürlich hat mir Gorbatschow später mal gesagt, zwei Entscheidungen hätten das Politbüro in Moskau bewogen, ihre Politik zu durchdenken und zu überdenken. Nämlich der Doppelbeschluss der NATO, das heißt, sie können sich ein neues Wettrüsten in der Sowjetunion nicht mehr leisten. Sie waren ja auch buchstäblich bankrott. Ich habe ja selbst Geheimgespräche in Moskau geführt im Mai 1990 im Auftrag des Kanzlers, weil die Sowjetunion dringend einen Kredit brauchte, um zahlungsfähig zu bleiben. Wir haben damals der Sowjetunion einen Kredit von 5 Milliarden D-Mark zugesagt. Sonst wäre die Weltmacht Sowjetunion im Sommer 1989 zahlungsunfähig gewesen. Das heißt, sie hätte weltweit keine Kredite mehr bekommen. Davor haben wir sie bewahrt. Der Krieg der Sterne bedeutete für Gorbatschow, und das hatte er gesagt, sie waren sich sicher, sie können technologisch mit den Amerikanern nicht mithalten. Also sie können wirtschaftlich nicht mithalten und sie können technologisch nicht mithalten. Und dies hat sie gezwungen, die Politik neu zu durchdenken, und Gorbatschow veranlasst, eine neue Politik zu betreiben. Das heißt, in der Höhepunkt des Kalten Krieges, als Reagan wiedergewählt war, 1984, ist 4 Wochen später Helmut Kohl in Washington gewesen. Und das ist etwas, was ich bis heute von Europäern verlangen würde. Helmut Kohl ist nicht nach Washington gereist und hat Reagan gefragt, was wir denn machen sollen und machen können und machen, und wo wir uns in die amerikanische außenpolitische Strategie einfügen können. Nein, er hat Reagan überzeugen können, zum ersten Mal ein gemeinsames Kommuniqué zu verfassen und unsere eigenen Ziele darin zu verankern. Und die hieß: Nach Möglichkeit müssen die USA die Gipfeldiplomatie mit der Sowjetunion aufnehmen. Denn unsere Erfahrung war, wenn die zwei Großen nicht miteinander kommunizieren, wir haben immer gesagt, wenn die zwei Elefanten nicht miteinander kommunizieren, haben wir keinen Spielraum. Und das sehen Sie ja heute auch. Da zwischen Putin und Trump, mit Ausnahme eines zweistündigen Gesprächs, von dem niemand was erfahren hat, bisher nichts gelaufen ist, bewegt sich nichts. Jetzt wollen sie zusammentreffen beim G20-Gipfel, müssen wir sehen, ob da Bewegung reinkommt. Das Zweite haben wir in dem Kommuniqué verankert, dass die Amerikaner sich verpflichten, wenn möglich, wieder die Abrüstungs- und Rüstungskontrollverhandlungen aufzunehmen. Ein Jahr später war Gorbatschow im Amt und siehe da, es begann. Was ich mit diesem Beispiel sagen will, mein Eindruck ist, viele Europäer fliegen nach Washington und fragen die Amerikaner, was sie so vorhaben, und überlegen dann, wie sie sich so einpassen können, einfügen können. Ich halte diese Politik für falsch. Wir müssen hinreisen und sagen, das und das und das sind unsere Interessen und wo könnte er uns helfen? Nicht umgekehrt. Was erwartet ihr von uns? Sondern wir müssen unsere Erwartungen an die Amerikaner klar zum Ausdruck bringen. Vielleicht müssen wir auch noch mal ganz kurz auf die Ukraine eingehen, sozusagen als der letzte Fall, der wahrscheinlich ja auch die Versuche unter Obama dann wieder gebremst hat, doch wieder eine Verständigung mit Russland. Da war ja kurz mal aufflammen und ist dann eigentlich mit der Ukraine wieder kaputt gegangen. Wie würden Sie denn sehen, wie stellt sich also weltpolitisch der Ukraine-Konflikt dar und wie könnte man ihn lösen, um sozusagen darüber dann eine Verständigung zu erzielen? Denn ich glaube, also formal zumindest ist ja die Ukraine, also die Aneignung der Krim und der Krieg in der Ostukraine, das Haupthindernis, das immer aufgebaut wird, um eine Verständigung zu kriegen. Man weiß aber auch, dass
Das Minsker Abkommen war ja recht löblich, aber es wird nicht umgesetzt, von beiden Seiten nicht umgesetzt, also von Kiew auch nicht. Die haben ja auch fast keinen Schritt dahin gemacht. Also wie könnte man denn und welche Chance hätte denn dann vielleicht auch Deutschland hier wirklich einen Fuß reinzukriegen, um hier eine Entspannung hinzukriegen? Man weiß ja, dass auch in Deutschland, dass man kürzlich war Sachsens Ministerpräsident Kretschmer, hat ja mal wieder so eine Andeutung gemacht und wurde gleich ganz nervös darauf reagiert. Das ist ja hier auch stark aufgeheizt und die Stimmung eskaliert. Also sehen Sie überhaupt eine Möglichkeit, so eine Art Entspannungsinitiative, also nicht außerhalb der Politik, sondern im Rahmen der Politik zu beginnen? Ja, ganz einfache Frage. Na. Ukraine. Also meine Kritik setzt schon viel früher an, vor der Ukraine-Krise. Denn in dem Augenblick, wo man darüber nachgedacht hat, ob die Ukraine und Georgien mittelfristig oder langfristig Mitglied der Europäischen Union und der NATO werden sollen, hätte man spätestens zu diesem Zeitpunkt darüber nachdenken müssen, was bieten wir Russland an? Also wissend, dass die Ukraine eine 700 Kilometer lange offene Grenze mit Russland hat, kann man die Ukraine nicht in die EU aufnehmen, denn was hätten die Ukrainer gemacht? Sie hätten massenweise Produkte aus der EU aufgekauft und zollfrei in Russland verkauft. Dass die Russen das nicht daran kein Interesse hatte, war klar. Das heißt, man musste auch sich bewusst sein, wie die historischen Beziehungen der Ukraine zu Russland sind. Moskau ist durch die Kiewer Russ gegründet worden. Nicht? Kiew ist gewissermaßen die Mutter Russlands. Ich habe mit Gorbatschow, das letzte Mal, als ich in Moskau traf, haben wir über die Ukraine gesprochen. Da legte er etwas pathetisch die Hand auf die Brust und sagte, Horst, meine Mutter war Ukrainerin. Horst, Raissa, meine Frau war Ukrainerin. Damit war für ihn alles gesagt. Nicht? Er hat damit indirekt gesagt, die Ukraine gehört zu Russland. Ja. Also diese emotionale Verbindung hat in Westeuropa keiner realisiert, keiner wahrgenommen. Das Problem ist, die Erfahrung habe ich immer wieder gemacht, internationale Beziehungen funktionieren nur, wenn man auch die Geschichte der Partnerländer kennt. Ja. Und auch berücksichtigt. Ja, meine Erfahrung ist, Völker vergessen Geschichte nicht. Das haben Sie am Balkan gesehen, als bei der Auflösung Jugoslawiens. Nicht? Da wurde Amselfeld nochmal hochgezogen, ein Ereignis, das 500 Jahre zurückliegt. Das heißt, die Fehler sind von Anfang an gemacht worden. Und ich will ein konkretes Beispiel nennen, das mir Putin mal persönlich erzählt hat. Prodi, der EU-Präsident war, ist nach Moskau gereist und hat Putin vorgeschlagen, eine gesamteuropäische Freihandelszone zu verhandeln von Lissabon bis Vladivostok. Und ich sagte zu Putin, das ist doch eine gute Idee, warum läuft denn da nichts? Er hätte doch einen guten Freund in Berlin sitzen. Das war damals Bundeskanzler Gerhard Schröder. Antwort von Putin war ein Schulterzucken. Also nichts ist gelaufen. Das heißt, Prodi hat es nicht weiterverfolgt. Schröder hat es nicht aufgegriffen. Keiner in der EU hat es aufgegriffen. Ich könnte mir vorstellen, wenn wir diese Verhandlungen begonnen hätten, dass unter Umständen, das ist natürlich eine reine These, die Ukraine-Krise vielleicht gar nicht geschehen wäre. Hinzu kommt, dass die ukrainischen Präsidenten selbst alles getan haben, um Russland wirklich zu nerven.
Sie haben, jeder Präsident, Putin hat mal meiner Gegenwart gesagt, alle Präsidenten waren Lumpen. Ja. Warum hat er das gesagt? Weil alle Präsidenten ständig versucht haben, die Gaspreise aus Russland zu drücken. So niedrig als möglich. Ohne dass sie die Leitungen modernisiert haben, ohne dass sie die Pumpstationen restauriert haben. Und dann haben sie über Naftogaz, das ist die zentrale Gasorganisation, das Erdgas in der Ukraine zu möglichst hohen Preisen verkauft und den Gewinn zum Teil privat eingestrichen. Denken Sie an die Timoschenko, die hieß damals Gasprinzessin, nicht umsonst. Und dann kommt die Krim dazu mit dem Hafen Sewastopol. Sewastopol ist für die Sowjetunion der größte Marinestützpunkt generell. Und das heißt, über Sewastopol beherrschen sie das Schwarze Meer und haben Einfluss auf das Mittelmeer. Und das heißt, ihre Sorge war, wenn die Ukraine ihre Politik weiterverfolgt und Mitglied der NATO wird, dass sie Sewastopol aufgeben müssen und dass die US Navy Sewastopol übernimmt. Ein Albtraum für die russische Marine. Das waren alles Überlegungen, die dazu geführt haben, als sie die Gelegenheit bekommen haben, dass sie zugegriffen haben und die Krim besetzt haben. Ob die Krim jemals wieder ukrainisch wird, wer weiß es. Also man soll im Leben nie sagen, nie, es passiert nie. Ich habe gelernt in der Geschichte zu sagen, man soll nie, nie sagen. Ja? Aber das ist zumindest auf absehbare Zeit nicht wahrscheinlich. Obwohl Russland heute hunderte Milliarden aufwenden muss, um die Krim zu entwickeln. Das kostet der Sowjetunion, der Russland gewaltige Summen. Und deshalb behaupte ich, dass die Ostukraine, dass die Russen die Ostukraine nicht behalten wollen. Denn die Entwicklung der Ostukraine kostet ein Vielfaches von der Krim. Denn alles ist zerstört. Und manchmal habe ich den Verdacht, dass auch die Ukraine die Ostukraine nicht mehr will. Weil die vor dem gleichen Problem stünden. Ja, würde Unsummen kosten, um die Ostukraine wieder zu entwickeln. Das heißt, es muss ein Modus vivendi gefunden werden. Und da hat ja die Bundeskanzlerin einmal wirklich eine große Leistung erbracht, indem sie nach Paris gegangen ist, den Hollande, den französischen Präsidenten, wie ich immer sage, gewissermaßen am Händchen genommen hat und gesagt hat, jetzt gehst mit mir nach Moskau und dann nehmen wir Putin und dann gehen wir nach Minsk und da verhandeln wir. Da haben sie immerhin 17 Stunden in einem Stück, das muss man auch können, nicht verhandelt. Und ein Ergebnis erreicht. Das heißt, meine Antwort wäre, jetzt haben wir ja einen neuen ukrainischen Präsidenten, den keiner beurteilen kann, ja, denn muss er jetzt erst Wahlen durchführen, damit er überhaupt Einfluss aufs Parlament gewinnt. Er kann ja nicht mal einen Außenminister und Verteidigungsminister ernennen, das macht nur das Parlament. Das heißt, er muss nochmal einen zweiten Wahlerfolg haben. Was er dann im Einzelnen machen wird, weiß keiner. Aber mein Ratschlag an ihn wäre, entwickle endlich die Ukraine zu einem freiheitlich, rechtsstaatlich, demokratischen Staat und macht
Ukraine so attraktiv, dass die Menschen in der Ostukraine nur ein Interesse haben, wieder Teil der Ukraine zu werden. Heute ziehen sie Russland vor, weil der Lebensstandard in Russland höher ist als in der Ukraine. So einfach ist das. Das heißt, 2 Millionen Ukrainer sind nach Russland gegangen. Sie sind nicht in die Ukraine gegangen, sondern sind nach Russland gegangen. Also sehr ambivalent, keine einfache Antwort, ja, aber so ist such is life. Noch eine abschließende Frage, bevor dann Sie zu Wort kommen, hoffentlich noch einigermaßen munter. Jetzt wollte ich Sie aber doch nochmal fragen, Sie waren ja auch lange Jahre Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz und waren anschließend, ich weiß nicht, bei Boeing, also auch Teil eines Rüstungskonzerns. Also wie weit spielen denn die Interessen der Rüstungskonzerne, vor allem der amerikanischen sozusagen, in diese Politik hinein? Und ist doch von dort aus überhaupt vorstellbar eine Entspannungspolitik? Da wird das nicht auch verhindert. Man hat ja auch das Gefühl, dass, was heißt das, man weiß es ja auch, dass Trump selber ja möglicherweise eher verhandlungsbereit wäre, dass aber sozusagen dahinter der ganze Sicherheitsstab sozusagen ihn hindert und auch die Opposition behindert, sozusagen die, eine Annäherung an Russland einzuleiten. Also wie weit spielen da diese ökonomischen Interessen eine Rolle, auch Konflikte eben zu halten und zu bewahren, um natürlich dann die Waren zu verkaufen? An die Ukraine werden jetzt wieder 300 Millionen US-Dollar an Kriegsgut geliefert im neuen Haushaltsbudget. Na gut, das ist natürlich ein Problem, dass die Amerikaner für rund 1,5 Milliarden Dollar Rüstungslieferungen an die Ukraine durchführen. Und es ist ein offenes Geheimnis. Trump hat den Militärhaushalt auf über 700 Milliarden Dollar erhöht. Gigantisch, nicht? Da fragt man sich schon, ob das noch rational ist. Der neue Haushalt wird 750 Milliarden. Ja, ja, ja. Natürlich, die Rüstungsindustrie spielt eine gewaltige Rolle und sie liefern ja Rüstung, wenn Sie an Saudi-Arabien denken, nicht? Also da hat man schon Probleme. Aber ich glaube nicht, dass die Amerikaner deshalb an der Ukraine festhalten, um da besonders viel Waffen liefern zu können. Leute, sie verkaufen überall Waffen hin, nicht? Also ich bin sowieso der Meinung, das größte Problem ist, und mich wundert es, dass die Europäer so ruhig bleiben, auch die Bundesregierung, und zwar beide Parteien. Wir stehen vor einem gewaltigen neuen Wettlauf im Wettrüsten, nicht? Alle haben angekündigt, neue Waffensysteme zu entwickeln, vor allem Nuklearwaffensysteme. Die bestehenden Abkommen werden in Frage gestellt, aber es scheint niemanden zu rühren. Also mich wundert es das. Gorbatschow und Bush haben sie noch hingestellt und haben gesagt, kein Wettrüsten im Weltall, keine Rüstung im Weltall. Heute erklären alle drei, USA, Russland wie China, dass sie den Weltraum militarisieren wollen. Nicht? Alle entwickeln neue Nuklearraketen und zum Teil kürzere Reichweiten und geringere Sprengkraft. Das heißt, sie werden einsatzfähiger, diese Nuklearwaffen. Scheint keinen zu rühren. Der Generalsekretär der NATO war vor 2 Jahren auf der Sicherheitskonferenz und hat eine Rede gehalten. Daraufhin habe ich mich nach langer Zeit mal wieder auf der Konferenz zu Wort gemeldet und gefragt, ob er jemals von dem Thema Abrüstung und Rüstungskontrolle etwas gehört hätte. Da hat er sehr mürrisch reagiert. Kein Wort zur Abrüstung und Rüstungskontrolle. Also
Trump hat jetzt angekündigt, ein Flugzeug zu entwickeln, ein Stealth-Flugzeug, also was nicht identifizierbar ist. Stückpreis 1 Milliarde Dollar für ein Flugzeug, das in einem Tag über 80 Ziele bekämpfen kann. Und er sagte, damit werden wir praktisch die Welt dominieren. Hat keinen, bewegt keinen. Ist halt so. Nicht? Also wir stehen vor einer gewaltigen neuen Aufrüstung und keiner bewegt sich. Also von daher bin ich da wirklich besorgt, was das Thema Aufrüstung betrifft. Und ja, die Europäer schauen weitgehend zu. Nicht? Und ja, die Europäer, was rüsten die Europäer schon auf, nicht? Ich meine, wir können ja froh sein, wenn die Bundeswehr die Panzer, die sie hat, dass sie auch laufen, nicht? Also von daher, ja, diese Forderung des amerikanischen Präsidenten, die Verteidigungshaushalt auf 2% zu erhöhen, ist eine rein willkürliche Zahl, nicht? Denn ich meine, wir müssen das tun, was notwendig ist. Das kann weniger sein, das könnte unter Umständen sogar mehr sein. Das ist eine willkürliche Zahl, 2% des Bruttosozialprodukts für Verteidigung auszugeben. Ist ja bei uns auch eine andere Größenordnung, als wenn man Litauen anschaut oder Niederlande, nicht? Aber gut, ja, die Frage ist, lässt man sich darauf ein oder nicht? Die Bundesregierung hat sich ja bisher darauf nicht eingelassen. Aber die Gesamtentwicklung, wir erleben eine Erosion der internationalen Ordnung. Wir erleben eine Erosion der Europäischen Union. Ja, scheint viele wenig zu bewegen. Nicht, wenn Sie sehen, um was wir uns in Deutschland kümmern, dann frage ich mich schon, ob wir die richtigen Prioritäten setzen.